Freedom Tunnel. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose. Aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Bingo. Da scheint die ganze Beute. Finanzdaten über die Maggia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? Als ich sie das erste Mal schnappte, wollte Felicia das stehlen. Anscheinend wollte sie den Job jetzt zu Ende bringen. Oh, na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Süß. Was ist das? Gerast, um mich zu retten, ja? Du bist hinreißend und irgendwie süß. Darum habe ich dir etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Oh. Das kann doch nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder doch? Spider-Man, Black Cat hat die Beweise aus der Adavatenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Asservatenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow. Das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Hör ich ein Lachen? Du klingst, als ob... Du lachst. Was ist jetzt los? Station analysiert Gewitter und dient als Ausfallschutz für die anderen. Alle sind anfällig für Blitzeinschläge, denn die könnten ihre Datenbanken auslöschen. Wenn Gefahr droht, übermitteln sie automatisch ihre Daten an Oscorps Server. Bitte sieh nach, ob da alles funktioniert, ja? Ein Sturm zieht auf. Und der automatische Transfer klappt nicht. Keine Zeit, einen Code zu schreiben. Ich muss die Knotenpunkte manuell verbinden. Dann muss ich oben auf dem Oscorp-Gebäude die Empfänger ausrichten. Der erste Knotenpunkt ist über meinem Kopf. Okay, die Linsen müssten die anderen Knotenpunkte in Rot anzeigen. Geschafft. Ich muss weitere Verbindungen herstellen. Mann, es wird heftig hier draußen. Geschafft. Oh oh. Die Energie der Empfänger lädt mich positiv auf. Das bedeutet, dass ich Blitze anziehe. Meine Ladung steigt. Beeilung, sonst trifft mich der Blitz.
Noch eine. Ein echter Grund zu feiern. Die Anzugisolierung schützt ein wenig. Aber oft darf ich nicht getroffen werden. Ist unglaublich, vor allem wenn sie mich vernichten will. Auch fertig. Ich kenne die wissenschaftlichen Abläufe. Trotzdem habe ich das Gefühl, als habe das Universum was gegen mich. Die ganze Stadt ist ein riesiger Insektenvernichter. Langsam bekomme ich Übung. Keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Was fickt ihr und wollt? Je langsamer, desto knuspriger. Okay. Neues Profilbild. Hey, ich bin's. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereitet.
20 Jahren im Unternehmen, Single, bekannt für seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Drin sind vermutlich noch mehr. Herausforderungsmarken, wie kriegt man die? Da hat es jemand eilig. Spider-Man! Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell! Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Da? Da! Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Achtung! Willkommen zur Flugshow!
Guter Kampf! Der Wille war da! Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Wenn ich näher rankomme, kann ich... Danke. Okay, fast geschafft. Aus dem Licht bleiben. Hohes Gebäude. Brandbomben? Oder. Im Ernst? Bewegung! Oh oh! Nicht gut. Krunk. Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Er klingt nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Dong. Lichter aus. Gut gemacht, Pete. Wohin läufst du, Fetzog? Ich filmen sollen. Ich muss alle erledigen, bevor ich mit Standish rede. Ja.
geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Ehrlich? Das gefällt mir kaputt besser. Alter. Achtung! Versuchen wir es nochmal. Gefahr gebannt. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Der Halsexpansion eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Isaac? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Wie sie einfach nicht treffen. Los! Halt, der Aufzug ist... Bin gleich da! Fast erwischt! Versuchen Sie, langsamer zu fallen! Hab Sie! Alles okay? Ja, ich glaub schon. Gut. Gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist das hier doch ganz hübsch. Achso, ist aus. Gott, die werden jetzt nach oben fliegen. Tja. Hey, Yuri. Alles okay? Ja. Aber ich hab nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und hab schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Spider-Corp. Das wird dann wieder mal Yuri? Das ist nur fair. Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist mit ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran.
dran. Gib mir nur einen... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius Labor und sage dir, was ich über Delaney habe. Die Prüfung des Zuschusses war ein Debakel, ja. Ich weiß nicht, wo die Herausforderungswaffe kriegen soll. Ich würde echt gerne den Anzug freischalten. Spider Armor Mark 3. Da kommt sie ja Raketen und treibt hinten aus. Schaut das. Das fährt der Arsch von der Spinne. Nachricht von Doc. Verzeihen Sie den späten Anruf, ich platze vor Ideen. Wir haben zu klein gedacht, Peter. Warum fehlen die Gliedmaßen durch Kopien ersetzen, wenn wir sie verbessern können? Wer einen Arm verloren hat, will ihn natürlich zurück. Aber wir können etwas Besseres bieten. Der menschliche Körper muss nicht unser Standard sein. Wir können darüber hinausgehen. Denken Sie mal darüber nach. Doc reibt sich wirklich auf. Hoffentlich überanstrengt er sich nicht. Nein, aber wenn du nicht fragst... Uns wurde eine verdächtige Kiste auf einem Dach in Hell's Kitchen gemeldet. Ich könnte das Bombenkommando rufen, aber wenn das nur ein Schulprojekt von ein paar Kids ist... Ja, ich weiß. Budgetkürzungen, bla bla bla. Also? Kannst du bitte mal nachsehen? Da war ja das Zauberwort. Ich hoffe, es ist irgendein Schulprojekt. Mann, ich vermisse das. Schulprojekte sind so viel einfacher als echte Projekte. Was ist das? Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Mhm.
Alter, wie stolz denn, dass ich das wurde? Ich glaube, sie war schon wie. Ich glaube, ich auch schon wie. Noch an mehr. Verstehe nicht. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Verdammt! Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Man darf Norman Osborn nicht trauen. Wenn Norman... Was haben wir schon fertig? Okay. Einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Schwaches Signal.
Da! Der Laster! Na, ihr Sonntagsfahrer? Mist, es ist Spider-Man! Ruft Verstärkung! Ich werde dich vernichten! Hey, die ganze Bande ist da. Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Jetzt der Aufforderungsmarken, damit ich meine geilen Rüstungen freischalten kann. Das ist echt arschig. Wahrscheinlich kriege ich erst später. Gibt es einen deutlichen Anstieg?